Ich hasse mein Leben als YouTube manchmal. Ich habe, ihr seht ja, ich werde jetzt gleich die Sicoria Punch aufmachen. Ich habe gerade einen normalen Sicoria Booster aufgemacht, weil ich dachte, hey, du machst jetzt gleich das Japanische auf. Das Normale brauchst du nicht aufmachen. Davon habt ihr schon genug aufgemacht auf dem Channel. Da ist eh nichts mehr so Geiles drin. Ja. Das war hinten im Vollslot. Wenn das nicht mindestens genauso gut ist, gehe ich heulen. Es ist so bitter, wenn man dann die guten, in Anführungsstrichen guten Booster privat aufmacht. Das ist zum Kotzen. Naja. Wir gucken uns Japanisch Sicoria an. Hier wieder mit diesem komischen Add-on da oben und hier unten so ganz wenig. Und hatten die nicht? Ja, haben die. Aha. Ich bin immer noch kacke damit. Machen wir es einfach mal so. Zerstören wir das ganze Booster. Das Dach, na komm. Voll, wenn da Karten drin sind, die was wert sind. Alles zerstört. Wenn ich mich richtig erinnere. Jawohl, die sind verkehrt rum. Die Augen sind geil. Ich bin schon wieder lange raus. Es tut mir leid. Dann haben wir. Das ist dieser Fuchs. Mit fliegend und wenn mutiert wird, kriegt er eine 1-1 Marke. Ich glaube, kriegt einen Death-Touch-Counter und hat Death-Touch und gibt irgendwas. Ich weiß es nicht. Sieht nach Death-Touch aus. Da kriegt man einen 1-1 Eile und einen 1-1 Human. Antizipizieren. Man zieht drei Karten, legt eine Karte oben drauf und eine unten drunter. Nee, eine zieht man, die anderen beiden legt man drunter. So. Blazing Volley. Das muss ich kurz ablesen. Ein Mana, alle Kreaturen kriegen einen Damage vom Gegner. Habe ich sogar noch hier rumliegen. Was bist du denn? Ich habe keine Ahnung. Das ist ein wunderschönes Artwork. Das ist eine super tiny Katze. Keine Ahnung. Ja, also so langsam. Was? Habe ich die Edition überhaupt gespielt? Gefühlt kenne ich keine einzige Karte. Doch, die kenne ich. Die war aber kacke. Ich glaube, die macht, glaube ich, einen Schaden. Oder so. Und man kann die cyclen. Die gibt eine Flugmarke, glaube ich. Nee, +1 Marke. So. Das ist der Gockel. Der Gockel ist in dem anderen Artwork richtig hübsch. Dann haben wir United We Fight, United We Stand. Irgendwas mit +1/+1 und ich glaube, Unzerstörbarkeit oder so. Und unsere Rare ist blau. Aus 3 Mana. Der Kraken, richtig nice. 3 Mana, 2/2 Flash. Für 2 Mana kann man den irgendwo drauf flashen. Und immer wenn die Kreatur mit einer Schaden zufügt, zieht man eine Karte. Dann haben wir noch einen Mountain und einen Token. Das war cool, aber das hätte ich lieber aufgenommen. Oh mein Gott, das ist so ärgerlich. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, Ablexe. Ciao, ciao.